Na, sieh mal einer an, Tewisch. Kannst es dir wohl nicht entgehen lassen, was? Du hast doch wohl nicht erwartet, dass ich dir den ganzen Ruhm überlasse. Uns würde es im Traum nicht einfallen, ohne dich anzufangen. Wie ist die Lage? Habt ihr schon verhandelt? Haben wir. Was ist dabei rausgekommen? Nicht gerade das, was wir uns erhofft hatten. Ratzig wollte erst persönlich mit ihm verhandeln. Glücklicherweise konnte ich ihm das ausreden. Sieht so aus, als würden wir die Situation nicht kampflos lösen können. Und das ist auch gut so. Dann gibt es endlich mal gute Unterhaltung hier bei uns auf dem Lande. Zu unserem Glück hat mein Sohn hier sehr viel Mut bewiesen und sich in die Höhle des Löwen gewagt, um sie zu bespitzeln. Sag uns, was du weißt, Junge. Was genau möchtet ihr denn wissen? Für den Anfang, wie gut ihre Anlage befestigt ist. Die äußere Palisade umgibt das ganze Lager. Auf einem kleinen Hügel innerhalb der Anlage befindet sich ein heruntergekommenes Bauernhaus, umringt von einer weiteren Palisade. Dort wurde ich gefangen gehalten. Und dort sind auch Toss und seine engsten Vertrauten. Kannst du uns sagen, wie viele Zelte es gibt und wie sie aufgestellt sind? Es könnten 50 sein, vielleicht 60. Die meisten befinden sich im rechten Teil des Lagers. Und Männer, wie viele haben sie in ihren Reihen? Mindestens 80 an der Zahl. Wir haben selbst kaum mehr in unseren Reihen. Und dennoch sind es mehr, wenn auch nur ein paar. Zudem sind unsere gut ausgerüstet und diszipliniert, im Gegensatz zu diesem wilden Haufen. So wie ich das sehe, greifen wir sie am besten aus dieser Richtung an. Wie sieht es an den anderen Seiten aus? Das Gelände im Osten ist voller Felsen. Ein Großangriff ist dort nicht möglich. Andererseits konnte ich dort entkommen. Sie entledigen sich dort ihrer Abfälle. Der Haufen ist so hoch, dass er fast bis zum Rand der Palisade reicht. Das ist interessant. Der Wall ist weitläufig. Selbst wenn es wirklich so viele sind, können sie nicht die gesamte Palisade bewachen. Wenn wir das Tor mit voller Wucht stürmen, haben sie nicht genug Männer für hinten. Eine ausgezeichnete Strategie. Ich habe nichts Geringeres von dir erwartet. Wenn wir gleichzeitig für Aufruhr sorgen, werden sie nicht wissen, wie ihnen geschieht. Aufruhr? Du sagtest, sie hätten Zelte? Ja, Herr. Wenn ich mich nicht irre, sind Zelte leicht in Brand zu stecken. Und wir haben einige Bogenschützen. Du machst keine halben Sachen, Tewisch. Sehr gut. Wir haben also einen Plan. Robert schnappt sich 10 Männer und schleicht sich mit ihnen zur Rückseite der Anlage. Dort führt er einen Weg hinein, aber bleibt unbemerkt. Ich gebe mein Bestes, Herr. Das wird nicht allzu schwer. Ich denke, der Feind wird genug andere Sorgen haben. Der Rest von uns startet einen frontalen Angriff. Lasst brennende Pfeile regnen und dann greift an. Diesen Bastarden wird Hören und Sehen vergehen. In diesem Moment fallen ihnen Robert und seine Männer eiskalt in den Rücken. Klingt nach einem guten Plan. Gott sei mit euch, meine Freunde. Lasst uns diese Hurensöhne ein für alle Mal vernichten. Alle mal herhören! Bald werden wir uns diesen miesen Hunden stellen! Sie morden, berauben und schänden unsere Weiber! Viel zu lange schon sind sie uns ein Dorn im Auge! Sie mögen sich vielleicht hinter einer Palisade verschanzt haben, aber dieses Gesindel ist Männern wie euch nicht im geringsten gewachsen! Und heute Nacht werden wir die Bäume mit ihren Leichen schmücken! Zuerst stecken wir ihr kleines Hornissennest in Brand. Danach beschäftigen wir sie am Tor. Und wenn wir ihn ordentlich eingeheizt haben, fällt Herr Robert ihn mit seinen Männern in den Rücken. Gemeinsam machen wir Hackfleisch aus ihnen. Alles klar soweit? Ja, Herr! Gut! Also, wenn wir die Palisade erreichen, decken die Bogenschützen die Männer, die sie überwinden, und auch die mit dem Sturmbock. Wer von diesen Scheißkerlen dumm genug ist, den Kopf rauszustrecken, wird mit Pfeilen gespickt, verstanden? Ja, Herr! So gefällt mir das, dann los, vorwärts! Oh
Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Kingdom Come Deliverance. Wir greifen jetzt das Lager von Vranik an, sind mittendrin in dem, ja, in den Angriffsvorbereitungen, beziehungsweise es geht jetzt gleich los mit dem Angriff. Ich muss ganz ehrlich sagen, eine Sache, die mich ein bisschen... Habe ich mein Schwert schon gezogen? Nein. Eine Sache, die mich tatsächlich ein bisschen stört an den Cutscenes, die sind cool gemacht, aber dass Heinrich immer das Gleiche anhat, egal was man sich selbst ausgewählt hat. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich doof. Ich meine, bei uns fiel es jetzt gar nicht so auf, da unsere Kleidung fast so ähnlich ist wie die Heinrich in den Cutscenes anhat. Aber wenn man tatsächlich eine ganz andere anhat, dann merkt man das enorm und dann sieht das echt komisch aus. Ich finde es auch krass, wie schnell die Zelte brennen. Sind die mit Öl bestrichen oder was? Aber gut, Hauptsache ich kriege jetzt einen Bürgerstatus. Ich glaube, das gibt mir doch sogar Stärke, oder? So, wir halten uns mal ein bisschen zurück. Wir haben ja kein Schild. Hauptsache Hanusch ist da ganz vorne mit dabei. Mit Leitern, okay. Die Gegner machen halt einfach gar nichts. Kann ich da über die Leiter klettern, theoretisch, oder? Ich glaube nicht. Ich warte mal, bis wir hier eingerammt haben, das Tor. Die bewähren sich irgendwie gar nicht, kann das sein? Na dann, los geht's. Jetzt habe ich mein Schwert angezogen, ja. Lass mich doch mal... Toll, wir kommen hier gar nicht alle rein, ey. So, dann lass mich mal mitkämpfen hier. Ich erledige den mal. Und zack, schon zum Bluten gebracht. Oh, der war ja schnell erledigt. Ja gut, in diesen Massenkämpfen hier kann man die halt immer schön, wie damals schon in Pribislavitz, einfach von hinten angreifen. Die haben halt keine Chance gegen einen, weil die halt nichts mehr machen können. Da geht das ganze System ein bisschen kaputt, muss man ehrlich sagen. Weil wie gesagt, man schlägt eigentlich die ganze Zeit nur noch drauf. Da ist jetzt keine wirkliche Finesse mehr gefragt. Da ist einfach nur draufprügeln gefragt. Aber fairerweise muss man auch sagen, in so einer Situation kam es ja auch nicht mehr zu einem fairen 1 gegen 1 Duell, ne? Da wurde einfach nur draufgeprügelt. Und der versucht, den Gegner zu überwinden, zu überwältigen. So, sonst noch irgendwer? Ich muss aber sagen, ich bin echt überrascht, wie flüssig das hier gerade läuft, im Gegensatz zur Pribislavitz-Schlacht. So, das ging viel zu einfach, muss ich sagen. Dafür, dass die Verteidigerposition hatten. Das war sehr einfach. Ja, und jetzt? Heinrich! Geh mit den Männern und feg das Geschmeiß bei den Zelten weg. Alles klar. Damit es uns nicht ins Kreuz fällt. Ihr da drüben, ihr geht mit ihm. Der Rest von euch sammeln und dann auf zum Tor. Na dann folgt mir, Männer. Wir holen uns das Geschmeiß bei den Zelten. Ah, da ist ja einer. Oh. Jetzt kommt es hier doch noch zu richtigen Duellen. Naja, nicht wirklich. Das sind halt nur so ein paar. Gegen meine ganzen Leute haben die keine Chance. Ist hier hinter mir einer? Ah ja, da wird noch gekämpft. Lass meine Leute in Ruhe. Und zack. Du hast keine Ausdauer mehr. Damit warst du erledigt. Huch, irgendwo kämpfen sie ja gerade noch. Ah, da. Lass meine Kollegen. Ich brauche die. Sehr gut. Erster Teil ist gesichert. Wie schnell das hier alles niedergebrannt ist, krass. Oh, hallo. Der versucht sich hier ein bisschen mit seinem Schild zu verteidigen. Wäre eigentlich clever gewesen, mit einem Schild hier, glaube ich, mitzugehen, muss ich ehrlich sagen. So, mit einem Langschwert ist zwar ganz cool in Duellen, aber eigentlich nicht sonderlich clever in der Schlacht, wenn wir mal ganz ehrlich sind. So, warum habe ich eigentlich nur einen Typen bekommen? Hatte ich nicht mehr? Ich dachte, ich hätte mehr bekommen. Ich habe nur einen Typen als Hilfe bekommen. Ich meine nicht, dass es problematisch wäre, weil ich komme damit klar, aber... Ich mache die Typen ja alle fertig hier. Sehr gut. Wieder ein Teil gesichert. Das Zentrum. Und weiter geht's. Na gut, dann machen wir das halt zu zweit. Das nimmt dann zwar irgendwie so... So... Oh, das ist hier ein gefährliches Lager und wir machen das hier zu zweit fertig. Das ist ja dann schon ein bisschen... Naja. Aber das sind halt... Fairerweise muss man sagen, der Kampfmeister hat uns ja gesagt, wir sind sowieso der beste Schwertkämpfer hier. Im Gegensatz zu den anderen. Sag mal, jetzt fängt er hier noch an zu parieren. Was soll denn das? Ich glaube, soweit kommt's noch. Hallo? Schlag mal zu. Danke. Sehr gut, alles gesichert. Haben wir gut gemacht, Kollege. Während die da oben noch kämpfen. So, was jetzt? Was ist unsere nächste Aufgabe?
gucken wir mal. Jetzt sind wir ja fast ganz oben. Ich glaube, wenn wir jetzt links gehen, kommen wir schon zu Erich. Und dann auch zu dem, ja, zu dem Ungarn. Hoffen wir mal, dass das alles soweit geklappt hat. Ich meine, bisher läuft es recht positiv. Ja, da sind wir schon. Und zack. Und zack. Und tschüss. Die mit ihren blöden Hellebarden. Das finde ich sehr. Ich finde interessant, dass man selbst keine Hellebarde führen kann, muss ich sagen, in dem Spiel. Also, du kannst zwar eine aufheben, aber du kannst sie nicht in dein Inventar packen. Das heißt, du kannst sie eigentlich nie so wirklich führen. Es sei denn, du hast gleich direkt einen Gegner, an dem du sie ausprobieren kannst. So. Ich finde es halt geil, wie die sich so einfach flankieren lassen und du einfach nur von hinten draufhauen musst. Oh, da hat Dippisch gerade einen abgekriegt. Da sollte ich mal aufpassen. Hier, schön von oben drauf gekloppt. Und zack. Und zack. Hallo? Immer schön von oben. Der interessiert, wie die sich halt auch einfach gar nicht mehr für mich interessieren. Weißt du, tun ja nicht mal mehr so, als würden sie mich beachten. Ich kloppe ja einfach die ganze Zeit von hinten. So, macht mal auf hier. Ja gut, warum sollten sie? Haben wir einen Rambock noch? Zufällig Divish oder so? Ein zweiter Rambock wäre nicht schlecht. Oder den von vorne. Huch. Ah ja, da. Gut, ein Rambock würde ich das jetzt nicht nennen. Das ist einfach nur ein Baumstumpf. Find's interessant, dass wir damit überhaupt die Tür aufkriegen, um ehrlich zu sein. Du bearbeitest das auch gut, muss ich sagen. Machst du echt gut. So wird das bestimmt was. So, Freunde, dann kommt mal her. So, ich mache nur wieder... Ich nutze wieder meine... Ach Mist, ich wollte nicht anvisieren. Ach, shit. Ich nutze wieder meine Super-Taktik. Hallo? Ich komme nicht an den Typen vorbei. Wieder meine Super-Taktik, einfach hinter alle zu gehen und sie von hinten fertig zu machen. Die ist altbewährt. Die funktioniert immer. Flankieren. Flankieren. Ich meine, wenn die nicht auf ihre Flanken aufpassen, die blöden Banditen, sind sie selbst schuld. So, wieder einer tot. Die halten aber ganz schön was aus. Das muss ich ihnen lassen. Die halten ganz schön was aus. Alter. Wie der einfach überrannt wird, jetzt im wahrsten Sinne des Wortes. So, das ging ja mehr als einfach, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also, die haben ja keinen wirklichen Widerstand geleistet, was ich sehr interessant finde. Wo ist dieser ungarische Bastard? Wieso ist er nicht hier? Sag nicht, dass niemand hier Befehle gab. Sieht aber ganz danach aus, Hanusch. Heinrich, wo ist Thos? Du sagtest, er wäre hier. Er war hier, Herr. Meine Schnitte und blauen Flecken bezeugen es. Sucht nach Hinweisen. Wir müssen herausfinden, wo er sich verkrochen hat und was er im Schilde führt. Alles klar, dann gucken wir mal. Ich meine, wir wissen ja, wo der Typ gesessen hat, wo das Hauptgebäude ist. Da würde ich mich mal als erstes umgucken. Ich lasse mal sicherheitshalber mein Schwert gezogen, aber gut, ich glaube, den hätten wir schon gesehen. So, da waren ja nur unsere Sachen drin, ne? Da könnten wir theoretisch jetzt nochmal ausräumen. Ah, guck mal, Brief aus Vranik. Was steht denn da drin? Brief aus Vranik. Geschätzter Herr, trotz unserer anfänglichen Schwierigkeiten in Pribislawitz muss ich sagen, dass alles nach Plan verläuft. Ich habe so viele Männer angeheuert, dass eventuelle Verluste zu verschmerzen sein werden. Ich glaube, dass ich die Burg, von der wir vormals sprachen, schon bald einnehmen werde. Was für eine Burg? Welche Burg, Ratei? Na gut, vielleicht sollten wir da aber auf jeden Fall mal Bescheid sagen. Hier, Hanusch. Oh, da sind auch tatsächlich welche von uns gefallen. Achso, mein Schwert habe ich weggesteckt. So, da steht Hanusch. Herr, mehr konnte ich nicht finden. Ein Brief? Was steht da drin, Ratzig? Neben Jagd aus Flügen, Gelagen und Kämpfen findest du bestimmt Zeit fürs Studium, alter Mann. An den Höfen von Prag kann heutzutage jeder Hinz und Kunz lesen. Naja, hier bei uns auf dem Lande kümmern uns solche Sachen nicht mal ein Furz, Ratzig. Außerdem habe ich dafür sowieso einen Schreiber. Also, was steht in dem Ding? Offenbar hat Thos das geschrieben. Es wird kein Adressat genannt. Nur, dass alles streng nach Plan verläuft und die Burg bald eingenommen sein wird. Burg? Welche Burg? Wozu braucht er denn eine Burg? Herr, wir haben den da geschnappt. Es scheint ganz so, als sei er kein gewöhnlicher Speerträger. Wo ist Thos, diese Ratte? Wohin ist er gegangen? Sprich, verflucht! Er hat euch wieder überlistet, oder nicht?
Wenn du dich klug anstellst, kommst du vielleicht sogar davon. Wo ist dein Herr? Gestern war er noch hier. Komm schon, Herr. Wir beide wissen doch, wie das hier enden wird. Mein Herr ist weg und nahm einen Großteil der Männer mit. Wo ist er? Was hat er vor? Er schreibt hier davon, eine Burg zu erobern. Welche Burg? Eine Feste nicht weit von hier, welche völlig unbewacht ist. Welche das wohl sein könnte? Was sagst du da, du Hurensohn? Thalmberg. Ist er nach Thalmberg gezogen? Ihr werdet ihn nie kriegen. Niemals werdet ihr... Was denn? Hattet ihr vielleicht vor, ihn in irgendein Kloster zu schicken, damit er Mönch wird? Ich denke, wir haben zu tun, Herr Divisch. Habe ich recht? Aufsatteln, meine Herren. Wir haben keine Zeit zu verlieren.